So, es ist 14 Uhr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir warten noch kurz. Herr Schmitter, da Sie zum ersten Mal da sind, nur zur Orientierung. Es finden immer 10 Parallelveranstaltungen statt und da gibt es bestimmte digitale Workshops. Da sitzen die Leute auf dem Boden, weil das ist das, was junge Leute interessiert. Diese Diskussion ist etwas eher für uns, aber wichtig für die Zukunft. Also, so. Können wir mal zu Potte kommen? Okay, wir machen jetzt hier ein Panel zum Thema Aufbruchsstimmung, Fragezeichen, oder Zukunftsangst, weil alle Medien verbindet, glaube ich, gerade die Sorgen, wie geht es weiter mit dem Journalismus, wie erreichen wir auch wieder jüngere Leute, ist digital wirklich die Zukunft, die alleinige? Und es sind sehr Kolleginnen und Kollegen von sehr unterschiedlichen Medien da, worüber ich sehr dankbar bin. Zunächst die Chefredakteurin einer Zeitung, die, so scheint es zumindest, keine großen Probleme hat, was Auflage und sonst was angeht, obwohl sie die geringste Auflage hat. Die Chefredakteurin Barbara Junge soll sie mal erklären, warum sie hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Willkommen, Barbara. Dann ein Kollege, der schon häufiger hier war, der kennt unsere Veranstaltung schon, der Chefredakteur des Spiegel, der sich sicherlich auch Gedanken macht, wo stehe ich, wie geht's weiter? Wie sieht es im Digitalgeschäft aus, Fernsehen und Ähnliches? Willkommen zum wiederholten Male Steffen Klusmann, Chefredakteur vom Spiegel. Und dann einer, der hier sein Büro auf dem Gelände hat, Programmdirektor bei Fernsehen hier beim NDR, obwohl das heißt gar nicht mehr Fernsehen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist er ein bisschen umgemodelt worden. Können wir noch sagen, ist in Ordnung. Frank Beckmann, der schon, und das muss ich jetzt sagen, als ich hier noch aktiv war, sich immer viel Gedanken gemacht hat, was man anders machen müsste und sich auch immer häufiger darüber aufregte, warum gehen wir auf die herkömmlichen Plattformen mit unseren Inhalten und werden die damit auf. Also der hat schon sehr frühzeitig viele Gedanken sich gemacht, aber was ist draus geworden, was wird draus? Herzlich willkommen, Frank Beckmann. Und dann über die spontane Zusage habe ich mich sehr gefreut von unserem vierten Gast heute, weil wir haben zwar in diesem, auf dieser Jahrestagung einige Vertreter von RTL, die bei den Podien dabei sind, aber dass der Chef der von RTL News hier kommt, aus Köln, Stefan Schmitter, toll, weil das mal eine ganz andere Sicht, wie die sich entwickeln, da gibt es aktuell einiges zu bereden. Ich hoffe, Sie sind noch im Amt, oder? Ich habe gestern gelesen, einer ist wieder gegangen, aber Sie sind noch sprechfähig. Also, auf jeden Fall, Herr Stefan Schmitter, herzlich willkommen und und als Moderatorin eine Frau, die ein spannendes Projekt betreibt im Aufbau Publix, ein neues Journalistenhaus in Köln, was da entsteht, wo unheimlich viele Organisationen dann wahrscheinlich in einem Haus gemeinsam arbeiten werden, war früher Chefredakteurin vom Magazin der Süddeutschen Zeitung und versucht hier Struktur reinzubringen. Das wird ihr gelingen. Maria Exner, vielen Dank und herzlich willkommen. Danke. Ich würde haben noch ein paar Wasser. Genau. Service inklusive. Jetzt muss ich zwei Dinge korrigieren. Erstens war ich Chefredakteurin des Zeitmagazins zuletzt. Und außerdem entsteht unser Haus in Neukölln, in Berlin. Was auch ein kleiner Unterschied ist. Und ich hoffe, ganz viele von Ihnen ab 2024 dort zu sehen. Genau, also Kuno hat mir die Arbeit abgenommen, meine Panelisten nochmal vorzustellen. Wir kommen bestimmt auf das ein oder andere Projekt nochmal im Laufe der Diskussion. Und ich freue mich sehr, dass Sie vier sich die Zeit genommen haben. Es sind ja doch turbulente Zeiten insgesamt, aber auch für unsere Branche. Und ich möchte, anders als vielleicht das klassische Panel mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren, nicht mit der Zukunftsangst und mit der Krise anfangen, sondern mit der Aufbruchsstimmung, weil ich weiß, dass, wenn man selber in Verantwortung ist, man immer Projekte hat, die in die Zukunft weisen. Und zum Warmwerden dachte ich, wir machen eine kurze Runde, in der Sie bitte nicht zu ausufernd, aber gerne enthusiastisch alle einmal sagen, woran Sie gerade arbeiten, was Ihnen richtig Freude macht und was in die Zukunft weist. Ich fange einfach mal links von mir an. Sie sind ja dran, zwei sehr unterschiedliche Medien miteinander in Einklang zu bringen und würde mich interessieren, wie es da läuft. Ja, erstmal hallo, Gott sei Dank bin ich noch im Amt, mal schauen, wie es in der Stunde dann ist. Aber also wir haben momentan sehr viel Freude an verschiedenen Stellen. Es gibt natürlich auch viele Diskussionen, gar keine Frage, aber die überlagern so ein bisschen die Sachen, die schon richtig schön laufen. Das ist zum einen die Kooperation mit dem Stern. Das
gibt eine eigene Stern-TV am Sonntagssendung, die sich sehr gut etabliert hat und auf dem Weg ist zu der Marktführerschaft am Sonntagabend. Das ist nach der kurzen Zeit ganz klasse. Aber was auch dazu kommt, ich glaube, das können auch alle spüren, die sich damit beschäftigen, dass der Stern wieder an Relevanz gewonnen hat. Wenn man die letzten Tage auch sieht, wir haben viele Zitate, andere Medien greifen den Stern wieder auf. Das war lange Zeit nicht der Fall und das war unser erstes Ziel, dass das gelingt. Und in der Kombination mit RTL und NTV, was wir zum Beispiel gesehen haben beim Interview mit Gerhard Schröder, merken wir schon, dass wir Stern, NTV, RTL eine ganz andere Präsenz haben und eine ganz andere Aufmerksamkeit, das mal aus diesem rein journalistischen Bereich. Und dann haben wir so Themen wie die Gala, die auch eine eigene Sendung mittlerweile hat am Samstag, wo es auch ganz gut losläuft, wo der Kampf gegen den Sport, die Sportschau und Sky am Samstag ein harter ist und der Kampf um die Fernbedienung auch, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es gibt eben schon in der kurzen Zeit sehr schöne Projekte, die uns Freude machen, die beim Werbekunden sehr gut ankommen, die, was ja alle gesagt haben, man kann Print-Leute nicht mit TV-Leuten zusammenbringen. Völlig falsch, kann man sehr gut, weil am Ende sind es alles sehr, sehr gute Geschichten, Erzähler und Inhalte Menschen. Und wenn die miteinander arbeiten, dann entstehen gute Inhalte. Und das passiert gerade und von daher haben wir eine Reihe von Projekten, wo wir nach sehr kurzer Zeit schon sehen, dass da was geht. Dankeschön. Frau Junge, bei Ihnen sind die Werbekunden nicht so im Mittelpunkt, sondern eher die Abonnentinnen und Abonnenten und die Genossenschaftlerinnen. Und für die haben Sie ja, also Sie stehen ja vor einer Riesentransformation und jetzt im November soll es mit dem ersten Schritt losgehen. Das schätze ich mal, beschäftigt Sie am meisten gerade. Ja, auf jeden Fall. Also zur Krise kann man auch noch genug sagen, aber bei Innovationen weiß ich tatsächlich nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben einerseits diesen Komplettumbau und ich hatte zuletzt, weil irgendwie das so die auch eine Ausgangsfrage war, damit zu tun, dass wir als Wochenzeitung ab November erscheinen, was eine Voraussetzung ist für ganz viele andere Entwicklungen, die noch kommen. Also so ein Switch irgendwann zum täglichen App und wöchentlichen Print-Abo tatsächlich. Mit Werbung haben wir nicht ganz so viel am Hut, das ist wohl wahr. Aber es gibt jenseits dessen in der Produktentwicklung auch noch viel, viel mehr. Die Basis der Taz ist ja die Community, waren wir schon immer, machen viele jetzt nach, aber wir machen es tatsächlich seit 40 Jahren und es ist unsere Basis und auch da sind wir dabei, das zu verändern, zu verjüngen, in eine digitale Plattform zu bringen oder vielmehr die digitalen Plattformen auch in unser Modell zu integrieren. Das ist das eine, das ist das Strukturelle. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch dabei, uns thematisch zu verändern, was mindestens genauso wichtig ist, wenn man dran guckt, was junge Leute tatsächlich sehen wollen. Wir haben, und das sind die Projekte, die mir wirklich ganz großen Spaß machen, 2019 neben dem klassischen Ökologiebereich ein Klimahub gegründet. Das war ein Experimentallabor. Wir haben einfach ein paar Leute hingesetzt, haben gesagt, ihr macht was zu Klima, sucht euch den Kanal aus. Das sind jetzt irgendwie Instagram mit 50.000 FollowerInnen. Arbeiten wir jetzt weiter in Richtung TikTok? Logischerweise müssen wir auch, da sind wir gerade dran. Und dann ist, und dann bin ich wirklich fertig, innerhalb dieser Wochenzeitung machen wir, das ist das letzte Projekt, an dem ich wirklich riesengroßen Spaß habe, ein Buch und natürlich auf anderen Kanälen auch entsprechende Rubriken, das Zukunft heißt. Wir haben uns überlegt, also Green oder was auch immer, Klima machen jetzt alle, was auch richtig ist, aber wir müssen einen Schritt weiter gehen tatsächlich. Und in dem Buch wird es darum gehen, was für Lösungen gibt es denn eigentlich? Also Krise können wir ganz viel schreiben, machen wir im Rest der Zeitung auch, aber da geht es wirklich darum, wie kann der Umbau der Industriegesellschaft funktionieren? Was gibt es für Beispiele national, was gibt es für Beispiele international? Weil wir ja sehen, dass das ganze Publikum nicht nur Krise kann und in dieser Krise irrsinnig erschöpft ist, sodass wir da auch das Positive betonen, was also über konstruktiven Journalismus hinausgeht, weil es nicht nur eine Form ist, sondern tatsächlich auch diesen Inhalt meint. Dankeschön. Herr Klusmann, wollen Sie anschließen? Community ist beim Spiegel auch ein Thema in der Zukunft? Ja, also das große Thema der Zukunft bei uns ist tatsächlich diese Fusion, die wir vor 3-4 Jahren gestartet sind von Print und Online, die sich auch ganz gut entwickelt, aber die muss jetzt vollendet werden. Also was heißt das in den nächsten Jahren für den gedruckten Spiegel? Wie muss der noch aussehen? Was heißt das für die Website? Wie magazinig müssen wir da werden? Wir müssen neue Podcasts entwickeln. Wie arbeiten wir mit Spiegel TV zusammen? Also die ganz großen Fragen. Wir denken in den Abläufen schon immer noch sehr auch über das Heft, also so einen Wochenrhythmus. Natürlich haben die Kollegen und Kolleginnen, die die Website bestücken, einen ganz anderen, aber
so insgesamt der Wochenrhythmus ist schon noch ziemlich vorherrschend und da müssen wir uns überlegen, wenn wir sozusagen über die Woche hin wirklich auch mit gut designten Geschichten und mit stark recherchierten Geschichten, die wir dann entsprechend aber auch wirklich gut aussehen lassen auf der Seite, dass die so richtig mit Wumms daherkommen, dann können die nicht sozusagen immer so aus dem Heft rausfallen und machen sie auch noch digital. Dann muss man sie digital denken und dann kommen sie auch noch ins Heft. Und da sind wir immer noch nicht so richtig, das haben wir noch nicht ganz durchwalkt. Und dann haben wir Anfang des Jahres in die Investigation investiert und auch nochmal in ein Nachrichtenteam, was am Balken sitzt und nochmal so Hotwriter sind, die wirklich, wenn es ganz schnell gehen muss, bei Großlagen dann tickern und bestimmte Formate bespielen. Das funktioniert ganz gut und dann gibt es noch ein bisschen Kleinkram, aber die Fusion vollenden ist das nächste große Ding. Mhm, vielen Dank, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Public-Private Partnership, wir teilen uns ein Mikrofon. Ich habe bei uns, wenn ich jetzt an die Dinge denke, die uns richtig Freude machen, dann platze ich gerade vor Stolz, weil ich mich super freue über den Emmy für Sly und seine Folterer, den wir gerade gewonnen haben. Eine Produktion über den Menschen, der in Guantanamo 14 Jahre seines Lebens verbracht hat und der seine Folterer getroffen hat und mit denen Kontakt aufgenommen hat, ein Film von John Goetz. Und nicht nur, weil wir den Emmy damit gewonnen haben, freut mich das, sondern weil das auch so ein bisschen das Signal ist, wo wir hintoben müssen. Denn der Film ist nicht nur eine 90 Minuten Dokumentation, er ist dann auch als Stück bei Arte ausgespielt worden in einer anderen Fassung. Wir haben aber auch 12 Podcasts dazu gemacht und das ist so ein bisschen die Zukunft, in die wir steuern. Weil unsere Aufgabe wird nicht nur sein, Print und Fernsehen beispielsweise zu vereinigen, sondern wir haben ja die Aufgabe, Fernsehen, Hörfunk und Online aus einer Hand zu machen. Dazu haben wir jetzt im Norddeutschen Rundfunk vor 2 Jahren uns entschlossen, die Hörfunk- und Fernsehdirektion aufzulösen und sie in eine Direktion zu packen. Also One Direction ist bei uns dann das Schlagwort darunter. Und das, was wir dort machen, ist im Prinzip das, was, glaube ich, viele von Ihnen auch jetzt machen, dass wir Themen clustern, dass wir versuchen, Schwerpunkte zu setzen, dass wir gerade in der Recherche, in der Planung und in der Abwicklung erstmal lernen müssen, weil bei uns ist immer noch die Sendung sozusagen das, was für uns heilig ist, so wie bei euch vielleicht das Heft. Und bei uns, wir müssen lernen, von den Sendezeiten und den Sendeplänen uns unabhängig zu machen, um im Prinzip on demand die Angebote zu liefern, die auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen. Vielen Dank erstmal für diese Runde, die auch, glaube ich, so ein bisschen aufgerissen hat, wo Sie alle dran arbeiten. Nun befinden wir uns aktuell in einer extrem schwierigen Lage, wahrscheinlich die schwierigste Lage für Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieser Winter steht uns bevor, wo alle Bürgerinnen und Bürger eigentlich nur dem November entgegenzittern, wo dann klar wird, wie hoch die Gaspreise in den Nebenkosten tatsächlich werden. Und ich will noch mal kurz beim Inhaltlichen bleiben. Und würde Herr Klusmann Sie fragen, weil der Spiegel, ich sag mal, keinen serviceorientierten Journalismus eigentlich macht. Ja? Also auch wenn man sich jetzt auch die letzte Titelgeschichte anguckt, da geht es eben wirklich um den Krieg, um das, was Putin tut, strategisch, wie die Ukraine reagiert. Wie begleiten Sie Ihre Leserinnen und Leser hier in Deutschland in diesen Winter hinein inhaltlich? Was sind da Ihre Gedanken dazu? Ja, also der Spiegel kommt jetzt nicht klassisch aus dem Service, aber ein bisschen mehr Service kann manchmal auch schon ganz gut tun und wir merken das auch, wenn wir mal solche Geschichten machen, also das, was die Amerikaner so News to Use nennen, dass das wahnsinnig gut funktioniert, konvertiert auch im Digitalen immer reihenweise Abos. Das heißt, wir werden das schon tatsächlich jetzt ein bisschen mehr ausbauen, aber der Hauptjob von uns ist natürlich einmal erklären, beschreiben, einordnen, was passiert da, was hat das für Folgen und diese großen Krisenlagen, muss man sagen, die sind ja publizistisch für uns eigentlich immer super. Also wenn ein Krieg ausbricht, dann gehen bei uns an einem Wochenende die Abos um 10.000 hoch. Das ist schon verrückt. Die Leute wollen dann alles wissen dazu. Ob das bei dieser Krise jetzt wieder so ist, werden wir mal sehen, weil die Leute halten das Geld zusammen und auch Leute, die sich das vielleicht leisten könnten, halten das Geld zusammen und wir merken schon, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Publizistisch interessant, aber ob es geschäftlich dann noch so ein Durchmarsch ist, wie viele der Krisen, die wir davor hatten, die für uns wirklich gut waren, publizistisch, das müssen wir mal gucken. Aber wir werden jetzt nicht plötzlich zum Serviceanbieter, ne, und erklären den Leuten, auf wie viel Grad sie genau die Heizung stellen müssen. Aber ein bisschen mehr Service kann man, glaube ich, in dieser Zeit schon machen. Und
das machen wir auch hin und wieder, machen wir das tatsächlich auch mit den Geschichten manchmal. Frau Jung, ich würde gerne mit Ihnen weitermachen, weil das Zielpublikum, also sozusagen Ihre Community ist ja auch politisch eine sehr eigentlich klar umrissene, auch keine ganz einfache Gemengelage, glaube ich, da im Moment politisch, publizistisch reinzuwirken, wenn man sich eben die Position zum Krieg der linken Partei anguckt. Wie begleiten Sie Ihre Leser? Also was sind Ihre Gedanken dazu? Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wirklich alle ein bisschen was dazu sagen, ob die Aussicht auf diese Krise und auf diesen Winter sozusagen ihr Nachdenken über die Arbeit, die wir machen, eigentlich gerade etwas verändert oder nicht. Ja, es ist eine tatsächlich merkwürdige Situation, weil ja eigentlich, also die Gewinne, die teilweise auch hier Anwesende gemacht haben, insane sind. Also so, es gibt neue Modelle tatsächlich, die erfunden wurden. Es gibt jetzt Journalismus, der gekauft wird. Und dann kommt diese Rezession, was die wirtschaftlich tatsächlich ein Problem sein wird. Inhaltlich habe ich das Wesentliche schon gesagt. Wir begleiten die Krise, selbstverständlich. Wir, sagen wir, mühen uns mit wechselndem Erfolg, tatsächlich die Position auch in einer gewissen Breite zu spiegeln. Aber insbesondere greifen wir eben Ängste insofern auf, dass wir sagen, mit diesem Zukunftsaspekt, was kann man denn tatsächlich machen? Das wird jetzt die Ukraine-Krise nicht wirklich lösen, ich gebe es zu, aber ich glaube, dieser Ansatz ist total wichtig. Auch andere Herangehensweise an Krisen, die uns gerade beschäftigen, zu wählen, das auf jeden Fall. Und das Zweite ist tatsächlich auch immer mit dem Solidaritätsgedanken zu arbeiten. Deshalb ist bei uns die Community so wichtig. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, dass ich mich noch nie so viel und noch überhaupt nicht eigentlich mit industriellen Strompreisen, Papiervorräten beschäftigt habe wie im Moment, und ich höre auch die Signale aus unserer Abo-Abteilung durchaus jetzt auch schon, dass die Leute das Geld zusammenhalten und wenn Kündigungen kommen, ist bei uns ganz klar, es ist aus finanziellen Gründen. Also bei uns wird im Moment dann tatsächlich so gearbeitet, dass wir gucken, können wir andere Abo-Modelle anbieten für die Leute, und dann funktioniert die Solidarität tatsächlich oft, dass die Leute dann dabei bleiben, aber für niedrigere Preise. Und ich glaube, das wird tatsächlich so, ich gehe auch davon aus, angesichts der wirtschaftlichen Situation, dass das jetzt nicht die Abo-Zahlen nach oben treibt. Online ja, aber ob online so konvertiert, ist dann auch wieder die zweite Frage. Bei Ihnen ist, ich denke, also ich habe das so wahrgenommen, dass vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr RTL versucht hat, sich gerade im Nachrichtengeschäft auch mit eben Kanzlerduellen, also Kanzler-Anwärter-Duellen, wirklich stärker nochmal als Informationsmedium zu positionieren. Wie tragen Sie das jetzt weiter in diesem Jahr? Und vielleicht, weil die Kollegen auf Ihre Abo-Aussichten hingewiesen haben, bei Ihnen geht es ja um die Anzeigenerlöse, um die Werbeerlöse. Was sind da so erste Signale, die bei Ihnen ankommen? Ja, das Thema ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Also ja, wir haben sehr, sehr viel in den Journalismus investiert. Da gab es das Kanzler-Triell, das erste. Dann haben wir eine neue Sendung gelauncht um 22.15 Uhr RTL direkt, die sehr erfolgreich läuft, auch gegen die Tagesthemen. Da gibt es mittlerweile einen schönen Battle Tag für Tag. Also wir haben da sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt alle, wie wir hier sitzen und auch hier im Plenum sitzen, bewusst werden, welche Verantwortung wir haben für die nächsten Wochen und Monate als Medien, weil die Situation ist, wenn man das so sieht, auch an den Reaktionen der Leser und der Zuschauer sehr, sehr angespannt. Bei uns kommt schon sehr, sehr vieles an. Und bei dem Druck, der da ist, nach Abonnements, nach Auflage, der Kostendruck, der da ist von Papier und Energie, müssen wir aufpassen, dass wir, um unsere Geschäftsmodelle nicht zu halten, dass wir nicht in irgendeine Richtung laufen, einfach um zu verkaufen, sondern dass wir jetzt eben als Medien für das, was jetzt als Prozess hier kommt, auf dieses Land zukommt, dass wir uns da unserer Verantwortung sehr bewusst sind für die Demokratie, weil ich glaube, es wird schwierig werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und da haben wir natürlich als RTL, die wir sehr, sehr, sehr viel Zuschauer haben, Millionen Zuschauer, die Formate schauen, eine große Verantwortung, und der versuchen wir gerecht zu werden. Und das versuchen wir quer durch alle Sendungen, egal ob es die Magazine sind, die ein bisschen mehr Servicegedanken haben, oder aber auch die Nachrichten, um möglichst neutral zu informieren in dieser Phase und nicht irgendeinem Thema hinterherzulaufen oder vielleicht irgendwo Öl ins Feuer zu gießen, was dann, glaube ich, insgesamt sehr gefährlich werden kann fürs Land. Was die wirtschaftliche Situation betrifft, ist es so, ganz mal faktisch gesagt, das wird den Kollegen ähnlich gehen, die Papierpreise haben sich mehr als verdoppelt, so abgesehen davon, ob man überhaupt noch Papier bekommt. Das sehen wir in dem großen Portfolio von Gruner, dann
wird der Stern dann schon mal auf anderem Papier gedruckt, weil das eigentliche Papier nicht verfügbar ist. Wir haben einen großen Anstieg der Energiekosten, sowohl für den Laden, aber auch in den Druckereien, die zum Teil schon insolvent gehen. Ein Thema, was gar nicht so diskutiert wird, aber es gehen etablierte Druckereien insolvent. Wir haben eine Werbemarktkrise, weil der Konsum nach unten geht und die Werbekunden sich zurückhalten. Und wir spüren auch, nicht nur noch bei den Abonnementen, sondern auch sozusagen beim Einzelverkauf, dass halt der Lebensmitteleinkauf viel teurer geworden ist und dass man dann halt nicht eben nochmal so ein Magazin dazu schmeißt in den Einkaufskorb, weil das dann ein Luxusgegenstand ist. Die 6 Euro, die 7 Euro, auf die die Menschen jetzt beginnen zu verzichten, weil sie sagen, ich muss erst mal gucken, dass ich meine Familie ernähren kann und die 19% Lebensmittelkosten irgendwie gegenkompensieren kann. Von daher Darf ich da gleich einhaken? Was bedeutet das denn für all die Journalistinnen und Journalisten, die in den Gruner und Jahr Zeitschriftenredaktionen arbeiten, wenn sie so jetzt erst mal gucken auf das nächste Jahr und wenn wir jetzt in eine Rezession reingehen, dann wird die ja wahrscheinlich so schnell auch nicht vorbei sein. Ja gut, das ist, glaube ich, dasselbe wie bei allen anderen Journalisten hier auch. Wir müssen gucken, dass die Geschäftsmodelle am Ende funktionieren. Jetzt ist ja RTL Gott sei Dank und Bertelsmann ein sehr großes Haus, ein sehr potentes Haus und wir versuchen das bestmöglichst zu machen. Die Kollegen machen einen hervorragenden Job und machen hervorragende Produkte, aber bei den Einflüssen, die da sind, müssen wir genauso wie die Kollegen hier auch gucken, wie wir das kostenmäßig am Ende stemmen können. Das ist einfach ein Riesenthema. Aber das werden wir schon hinbekommen. Da müssen wir halt jetzt durch diese Phase durchkommen und aus allen Prämissen, die wir so haben und die, für die wir nichts können, die Kollegen können nichts für den Papierpreis, die können nichts für die Energiekosten, die können nichts für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und da ist es die Aufgabe des Managements, durchzusteuern. Und ich habe den Kollegen immer wieder gesagt in den letzten Tagen, bitte kümmert ihr euch um die Inhalte. Unsere Hauptaufgabe ist es, gute Inhalte zu produzieren, die Menschen für unsere Produkte zu begeistern. Und den Rest müssen wir versuchen, gemeinsam wirtschaftlich zu lösen. Aber das Problem haben wir, bis auf den Kollegen Beckmann, haben wir ja alle. Genau, Herr Beckmann. Ich wollte es gerade auch so formulieren. Die Bewährung am Werbemarkt ist nicht Ihr Problem. Ich würde diese Frage gleich verknüpfen mit der nächsten, nämlich wenn Sie auf auch das gucken, was Ihre Redaktionen jetzt über den Winter leisten müssen. Was gelingt in der Begleitung einer wahrscheinlich so gravierenden Krise, wie sie jetzt auf uns zukommt, beim NDR besser aktuell? Und was fällt Ihnen leichter in der Zeit, wo es das Digitale gibt, wo Sie auch gerade sagten, über verschiedene Kanäle hinweg arbeiten können, als zu der Zeit, wo es eben nur die festen Sendeformate im linearen Fernsehen gab? Ja, also vielleicht zunächst mal ein Wort. Wir wissen um unsere Privilegierung. Wir bekommen Beiträge. Und damit ist es so, dass wenn die wirtschaftliche Situation schwieriger wird, sind bei uns die Effekte nicht so spürbar wie bei euch. Das ist total klar. Aber sie sind auch spürbar, ne? Nur, dass wir es nicht vergessen, weil natürlich bei uns gilt das Gleiche. Wir haben auch nur überschaubare Werbekunden. Das ist bei uns kein großer Posten. Allerdings ist ja bei uns die Befreiung dann durch die Beiträge. Also wenn man sozusagen unter einem bestimmten Grad rutscht, dann kriegt man automatisch auch Befreiung. Das heißt also auch Rezession spüren wir, aber zeitversetzt. Also bei uns ist das später. Das heißt, wir können sicherer planen. Und das ist die Privilegierung, die wir haben. Und das wissen wir auch. Und dadurch wächst sich auch für uns eine besondere Verantwortung, das zu tun. Ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass jetzt nur die Ukraine und die Rezession das eine Thema sind. Ich glaube, das Hauptthema und die Veränderung, die wir spüren, ist, dass eine Krise nach der anderen im Moment da ist. Ja, also das fing ja bei uns im Prinzip vor allem mit Corona an. Und ich glaube, der Druck und auch die Veränderungsnotwendigkeiten, gerade in der Branche, wenn man auf Fernsehen guckt, das ist natürlich nochmal deutlich gestiegen dadurch, dass wir jetzt auch die Internetverbreitung, die Streamingdienste, auch die Bereitschaft dann darin zu investieren, war natürlich in Zeiten, wo vieles andere nicht mehr ging und man dann im Prinzip zu Hause geblieben ist, war natürlich unglaublich größer, sodass da auch wirklich ein Booster passiert ist, der, glaube ich, doch die Veränderungsnotwendigkeiten noch viel schneller zutage treten lassen, als es vielleicht bei einer normalen Entwicklung stattgefunden hätte. Wenn man jetzt zur Ukraine guckt und zu der Berichterstattung, die wir jetzt machen, da würde ich sagen, da gilt für uns schon, dass wir ja im Prinzip in allen Formaten, die wir haben, praktisch die Aspekte auch versuchen zu bearbeiten, die dann auch mit der Ukraine und den Folgen zu tun haben. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Wirtschaft vor Acht nehmen, um ein Thema vor der Tagesschau, die beschäftigen sich natürlich jetzt genau mit den Fragen, die Sie auch erwähnt haben. Da geht es zum Beispiel auch schon um Druckereien, da geht es um Lieferketten, da geht es darum, was als nächstes nicht mehr zu bekommen ist, weil man schon ahnen kann, dass das sozusagen die nächsten Konsequenzen sind. Also da glaube ich, ist ein typischer Weg, wie wir damit umgehen, ob das Talkshows sind, ob das natürlich unsere Nachrichten sind, Tagesschau, jeden Tag, das wissen wir, haben wir im letzten Jahr im Schnitt 11,6 Millionen Menschen erreicht.
Da wissen wir, dass das die wichtigste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen ist und das, was wichtig ist, müssen wir um 20 Uhr den Zuschauerinnen und Zuschauern liefern. Und der Vorteil, den wir jetzt vielleicht haben, auch durch die Digitalisierung, man kann vieles jetzt auch nachhaltiger machen, weil früher war es so, etwas hat sich versendet, dann war es vorbei. Heute kann man Dinge nachgucken, heute kann man Leute auch über die Timeline und die sozialen Netzwerke erreichen, sodass man auch sagen kann, Menschen mit bestimmten Interessen bekommen wir auch auf anderem Wege adressiert. Und was auch wichtig ist, wir haben natürlich die Konzertierung zwischen Audio und Video und online. Das heißt also bei uns beispielsweise, wenn Sie über die Ukraine etwas erfahren möchten, gibt es auch sowas wie einen Podcast Streitkräfte und Strategien, den auch Millionen hören, wo man einfach auch ein bisschen was über die Hintergründe eines Krieges und wie, was da eigentlich hintersteckt, erfahren kann, wenn man es denn möchte. Also die Möglichkeiten werden größer. Und ich glaube, unsere Verantwortung ist da eine ganz besondere, die wir haben. Aber auch bei uns gilt, Veränderungsdruck ist groß. Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einen besonderen Auftrag auch in Deutschland, nämlich insbesondere auch ins Lokale hineinzuwirken, ja, da wo es an anderer Stelle im Journalismus halt auch immer dünner wird. Vielleicht könnten Sie da jetzt auch, wenn wir hier eben auf die auf Norddeutschland gucken und einfach die besonderen Umstände, die jede Region so mit sich bringt. Ist das ein Aspekt, über den Sie auch im Sinne von die Menschen an der Lebensrealität entlang zu begleiten? Wie integrieren Sie den in das Programm? Wichtig, als erstes ist mal, bei uns gibt es schon eine Unterscheidung zwischen lokal und regional. Wir haben nicht den Auftrag, ins Lokale zu gehen, sondern für uns ist die regionale Berichterstattung das, was für uns sozusagen den Rahmen markiert. Und da ist es in der Tat so, dass ein großer Vorteil der ARD natürlich der ist, dass wir in den Ländern sehr verwurzelt sind, weil wir in jedem Land ein Landesfunkhaus haben, was die Berichterstattung vor Ort wahrnimmt, weil wir Radios haben, die dort präsent sind und weil wir im Prinzip schon die Aufgabe haben, zu spüren, was in den jeweiligen Ländern die Themen sind, die die Menschen derzeit umtreiben. Und die Nähe hilft uns jetzt auch, weil wir dann natürlich auch wissen, der Norddeutsche Rundfunk erreicht jede Woche 90% der Menschen im Norden. Ja? Also so, dass wir auch sicher sein können, wenn wir eine Botschaft brauchen und wenn es wichtig ist, dass die Menschen das im Norden erfahren, dann haben wir die Mittel und Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist auch ein Teil der Verantwortung, der wir uns bewusst sind. Danke. Herr Klussmann, Sie hatten es auch vorhin schon angesprochen, der Spiegel ist noch dran an der sozusagen ganz integrierten Arbeitsweise. Viele Geschichten werden doch noch vom Heft her gedacht. Trotzdem auch an Sie nochmal die Frage, wenn Sie jetzt gucken, eben eine Krise jagt die andere, was gelingt Ihnen denn zunehmend besser in der Berichterstattung, vielleicht auch in der Reaktion auf tagesaktuelles Geschehen? Ja, früher haben wir natürlich einfach viel aneinander vorbeigearbeitet. Ne? Die einen haben ein Heft gemacht, die anderen haben eine Website bestückt. Und die Expertise saß manchmal bei den, oder oft auch bei den Kollegen, die das Heft gemacht haben. Die haben aber sozusagen ihre Expertise schnell auf der Seite überhaupt nicht ausgespielt. Und heute ist es so, dass wir halt gemeinsam wir gucken uns Themen an und denken nicht mehr drüber nach, über welchen Kanal die ausgespielt werden. So, und wenn ein Thema fertig ist und die Geschichte gut ist, dann wird sie auf der Seite ausgespielt, hinter der Bezahlschranke, und dann kommt sie vielleicht auch noch ins Heft. Und aber so wie früher, dass wir Sachen aufheben oder dass wir sagen, nee, wir haben hier noch so besondere Sachen, die können wir jetzt nicht im Digitalen schon raushauen. Also die Denke ist weg. Ne? Das Digitale hat jetzt schon ein Prä. Und wir sind ja auch im Konkurrenzkampf mit Tageszeitung, gerade mit Spiegel.de. Und wenn wir dann glauben, wir können noch irgendwelche Sachen aufheben, die wir dann irgendwie samstags über so ein Heft ausspielen, dann sind natürlich die Zeiten sind echt vorbei. Und da ist vieles besser geworden, weil wir einfach die Kräfte bündeln und viel heute einfach im Digitalen. Also ich gucke vor allen Dingen tatsächlich drauf, wie funktioniert das digitale Geschäft? Wie hoch sind die Reichweiten? Funktionieren die Abos da? Kommen die Abonnenten in diese Geschichten, die wir da machen? Das Heft ist auch noch wichtig, aber die Auflagen, die wir uns angucken, die für uns so ein Gradmesser sind, sind die digitalen. So. Und ich habe auch keine Ahnung, das Heft läuft nach wie vor ganz gut und es verdient auch noch einen Haufen Geld. Aber wenn man sich das jetzt anguckt mit diesen Papierpreisen, dieser Transformation, das wird natürlich dazu führen, so ein bisschen wie bei Corona. Ja, wir haben gemerkt, man kann auch mit Teams eine Konferenz machen. Man muss nicht 3 Stunden durch die Gegend fliegen. Das geht, und oft hat man sich auch so viel tolle Sachen gar nicht zu sagen. Das ist nach 20 Minuten rum, da war es gut, dass man nicht ins Flugzeug gestiegen ist. So, und viele merken jetzt, naja, brauche ich wirklich noch eine Zeitung, brauche ich noch Papier? Ich meine, wenn wir uns angucken, wie Amerika ist, da gibt es halt kaum noch gedruckte Zeitungen. In einer Stadt wie Los Angeles,
so ein Ding zu finden, da ist man einen Tag beschäftigt, bis man irgendwo eine Zeitung gefunden hat. Und da ist unser Markt schon noch ein anderer. Aber ich glaube, dass da jetzt so eine gewisse Dynamik reinkommt, weil es halt auch einfach wahnsinnig teuer ist, Papier zu besorgen und zu bedrucken. Insofern wird das, glaube ich, echt beschleunigen. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir diese Fusion, die wir jetzt angefangen haben und die auch schon ziemlich gut funktioniert und ziemlich weit ist, aber dass wir die jetzt tatsächlich vollenden und noch konsequenter als bislang vom Digitalen her denken. Mhm. Das heißt nicht, dass das Heft schlechter werden muss, darum geht es nicht. Aber ich glaube, es ist einfach besser, sozusagen das einmal wirklich sich darauf vorzubereiten, dass es das vielleicht irgendwann in 10 Jahren, in 15 Jahren, vielleicht sind es aber auch nur 8 Jahre, vielleicht in der Form, mit den Auflagen nicht mehr geben kann, solche Magazine. Mhm. Das kann schon passieren. Das ist auf jeden Fall finde ich schon ein bemerkenswertes Statement. Ich glaube, vor 5 Jahren hätte sich der Chefredakteur des Spiegels noch nicht als ein hauptsächlicher Digitalchefredakteur verstanden. Vielleicht sagen Sie zum Abschluss sozusagen des Blogs Aufbruchsfreude noch was über die Zusammenarbeit mit Papertrail Media. Würde mich natürlich interessieren, wie Sie darauf gucken. Ein Scoop, wenn man so will, ist dem Spiegel gelungen, darin die investigativen Recherchen der beiden Obermeiers jetzt in Zukunft an den Spiegel zu binden. Wann geht es damit richtig los? Ja, das geht schon richtig los. Die sind schon an Bord seit dem Mai oder so. Haben die Firma gegründet und klar gab es so ein bisschen Skepsis, macht es Sinn, da mit jemandem zu arbeiten, der eine eigene Firma hat, sollten wir die Leute nicht bei uns an Bord holen, sind die der Marke Spiegel gegenüber dann auch loyal genug? Und dann habe ich gesagt, naja, wir waren vorher lange bei der SZ, haben dann gekündigt, also die Loyalität, ob man jetzt festangestellt ist oder irgendwo frei ist, ich glaube, man muss sich sogar fast mehr Mühe geben, wenn man frei ist. Die müssen gucken, dass sie uns zufriedenstellen. Wir müssen die aber auch zufriedenstellen, sonst sind die irgendwann weg. Und also die haben sich ganz gut eingewöhnt und die ersten Geschichten funktionieren auch schon ziemlich gut. Wir sind jetzt auch an einer ziemlich großen Recherche mit denen dran. Also das läuft tatsächlich wirklich richtig gut an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Die haben sich ja auch noch ein paar andere Leute dazu geholt. Also ein kleines Investigativ-Hub da in München gegründet. Und wir haben unser kleines Investigativressort aufgelöst, weil wir gesagt haben, also was wir nicht brauchen, ist ein Investigativressort beim Spiegel und dann nochmal da unten bei Papertrail. Und dann haben wir gesagt, wir machen das so, wir machen so einen Koordinator und die Investigation läuft bei uns ja auch sehr viel in den Fachressorts, in den großen Nachrichtenressorts. Das hat sie immer und wir haben die Leute jetzt aus dem Investigativteam wieder verteilt auf die Fachressorts. Und das funktioniert wirklich verdammt gut. Und so, dass wir nicht zu viele investigative Hubs haben im Haus, die sich alle auf die Fahne schreiben, ey, wir sind doch die Investigativen, dann wird es irgendwann kompliziert. Aber wenn man mit investigativ arbeitenden Fachressorts arbeitet und dann mit den Kollegen in München, das scheint zurzeit auf jeden Fall ganz gut zu klappen. Jetzt muss man gucken, wie das auf Dauer geht, aber die Qualität der Geschichten wird das ja dann zeigen. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Danke, das war unser erster Blog, der eher, sagen wir mal, das Optimistische, das Positive in den Mittelpunkt stellen sollte. Frau Junge, es ist ja so, dass der Journalismus immer wieder verglichen wird, dass er in einer David-gegen-Goliath-Situation ist. Also wir versuchen, gute Informationen in die Welt zu bringen, in einer Zeit, in der es viele politische Akteure in der ganzen Welt gibt, die ein großes Interesse an Misinformation haben. Und mich würde interessieren, wenn Sie auf die Zukunft des Journalismus, auch dem Journalismus, der Ihnen am Herzen liegt, gucken, wo verorten Sie konkrete Bedrohungen und was macht Ihnen Angst, wenn überhaupt, wenn man hier auf einem Panel sitzt, wo auch die Zukunftsangst mit in der Überschrift steht? Was mir Angst macht in Bezug auf die Demokratie oder in Bezug auf den Journalismus? Das sind ja schon nochmal zwei verschiedene Sachen. Ich würde denken, dass der Journalismus und die Demokratie sehr eng zusammenhängen. Insofern, aber sagen Sie gerne in Bezug auf den ja doch auch schweren Stand des Journalismus. Vertrauenskrise ist so ein Stichwort. Mhm. Wir kommen auch nochmal kurz auf das Buch von Herrn Precht und Herrn Welzer zu sprechen. Das würde mich interessieren. Ja, okay, das kann ich ja auch gerne vorziehen, weil ich mich wirklich freue, dass sagen wir, Leute in diesen unsicheren Zeiten solche Gewissheiten haben und dann solche Bücher auf den Markt werfen, die uns sicher nicht helfen. Also, Entschuldigung, dass ich den Blog schon mal abgeräumt habe, aber wir haben es gerade erwähnt. Also Einhelligkeit der Meinung,
Natürlich müssen wir gucken, dass wir das aushalten, unterschiedliche Meinungen zu haben zwischen den verschiedenen Medien, innerhalb der Medien. Das ist eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist dann aber immer wieder der Vorwurf da, dass wir polarisieren. Also so, es gibt da keine Lösung. Also so die politische Entwicklung, die ja sehr viel auch mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat, können wir als Medien nicht steuern. Für mich ist entscheidend, also in zwei Sachen. Erstens das, was ich gerade sagte, dass wir tatsächlich Meinungsvielfalt aushalten, ohne darüber Bücher zu schreiben, dass wir es nicht aushalten. Und das Zweite tatsächlich auch, dass wir mehr Richtung Zukunft und Jugend gucken. Also wir sprechen jetzt, also vieles von dem, was wir jetzt gerade sprechen, richtet sich so an uns, wie wir hier sitzen. Ich glaube aber, dass eine thematisch noch mal stärker auf eine jüngere Generation eingehen muss, die auch was ganz anderes fordert. Wenn man so die neuesten Studien anguckt, ist ganz klar, es ist Gerechtigkeit, es ist Diversität und es ist Klima. Und ich denke, dass man in den Kanälen dann operieren muss, weil es ist ja nicht so, dass die junge Generation nichts mehr wissen will. Auch da ist es genauso wie in anderen Generationen, dass man einige erreicht, aber viele auch nicht erreicht, völlig klar. Aber es ist, glaube ich, wichtig, also den Nachwuchs für Nachrichten und Medieninteresse zu erreichen. Und da würde ich immer sagen, auch thematisch, wo ich mich auch frage, tatsächlich, wenn ich das gerade bei der Gelegenheit sagen darf. Also ich beobachte, dass Börse vor acht sich inhaltlich heimlich so zu Klima vor acht dreht. Also sehr engagierte Kollegen, warum sie es nicht in die Hand nehmen und das endlich zusammenbringen. Das fand ich faszinierend, weil das hält sich jetzt ja auch schon ungefähr seit 4 oder 5 Jahren. Hintergrund ist ja eine Aktion auch von Aktivisten, die am liebsten sozusagen bei uns ein Format untergebracht hätten. Da kann ich Ihnen sicher sein, da zitiere ich jetzt mal den alten ZDF-Intendanten Bellut, der sagt, das kann nicht sein, dass Aktivisten bei uns anfangen, ein Programm zu machen. Und das lehne ich auch ab. Was ich aber nicht ablehne, ist, dass wir mit Ihnen reden. Und seit vielen Jahren reden wir mit Ihnen. Und das, was mir wichtig ist, dass das Thema Klima ja bei uns in allen Gefäßen auch stattfinden muss. Und das ist so ähnlich wie das, was wir gerade über die Ukraine besprochen haben. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein Label draufklebst, dann sagst du, hast jetzt 20 Sendetermine und dann war es das. Sondern bei uns ist das eher eine Querschnittsaufgabe. Das heißt für uns zum Beispiel, was wir damals auch gesagt haben, aber es ist so klassisch, haben auch nicht so richtig viele geschrieben, dass bei Börse vor acht, damals hieß es noch Börse, über 70 Beiträge von 200 sich auch mit dem Thema Klima beschäftigt haben. Das hatte dann nicht so das Interesse, das Allgemeine, gefunden. Aber wir haben dann am Ende auch gesagt, es ist wichtig, dass wir auch nochmal Zeichen setzen. Deswegen gibt es bei uns gerade in der Viertelstunde vor acht jetzt mehrere Formate, die sich auch mit dem Thema Klima beschäftigen. Die heißen dann zum Beispiel Wissen vor acht Erde, um mal ein Beispiel zu bringen. Was mir aber auch wichtig ist, ist, es auf einen Viertelstunden-Slot zu reduzieren. Ja, allein diese Vorstellung finde ich so abwegig, weil alles, was wir im Naturfilm machen, alles, was wir im Rest des Programms machen, in allen Dokumentationen machen, das ist schon so etwas, wo ich sagen würde, das ist sehr breit bei uns im Thema auch als Querschnittsaufgabe angelegt, erkennbar, wenn man es denn sehen will. Richtig ist auch, dass wir, das ist eines der Zukunftsthemen für alle, ne, das Thema Klima. Richtig ist aber auch, dass wir auch immer aufpassen müssen, dass wir uns nicht in irgendeine Seite sozusagen mit irgendeiner gemein machen, um ein Hajo Friedrichs Wort an der Stelle zu verwenden. Denn bei uns gehört immer noch das Thema dazu, dass wir das aus der kritischen Distanz auch alles betrachten müssen, aber auch eben mit den Dingen auch so nach vorne bringen müssen, die wichtig sind, dass gerade die jungen Zielgruppen auch sich wiederfinden bei uns im Programm. Denn für die ist das einfach Thema Nummer eins. Das wissen wir aus ganz vielen Forschungen. Und wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das links liegen lassen würden. Thema Klima. Vielleicht, Herr Klusmann, auch an Sie und gerne auch an Herrn Schmitter die Frage, wie... Das ist jetzt, also weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, kein einfaches Thema für eine große Redaktion. Zu wenig ist falsch, zu viel ist aber auch oft falsch, weil es natürlich auch die Leserinnen und Leser geben wird, die schreiben, ihr könnt ja nicht eine große Klimakrisengeschichte nach der anderen machen, ich kann es schon nicht mehr hören. Wie gucken Sie aus Ihrer Position gerade auf diese Berichterstattung? Man muss ein bisschen gucken, dass man das Thema von dieser global-galaktischen Perspektive runterkriegt, weil das ist dann irgendwie, da steht man davor und sagt, ja, was sollen wir jetzt noch machen? Aber das Klimathema wird wahrscheinlich sozusagen der nächste große Kondratjew-Zyklus. Also so wie die Digitalisierung die letzten 50 Jahre getrieben hat, wird diese Dekarbonisierung den nächsten 50, 60 Jahre treiben. Es wird sich alles dem unterordnen. Die Wirtschaft, die Geschäftsmodelle, die Art, wie wir uns ernähren und so weiter. Das wird das nächste große Ding. Und,
Und das wird sich wirklich durch unser Leben fressen. Und das ist hoffentlich dann auch gut so, wenn es dann so lange überhaupt noch gut geht. Insofern fangen wir jetzt tatsächlich, wir haben so ein Klimadesk gegründet, wo wir die Ressource einmal so zusammenbringen. Aber wir sind immer noch auch zu, wir gucken immer noch so sehr aus der Vogelperspektive drauf. Also dann kommt wieder die Burning Season in Kalifornien, dann macht man viel dazu. Aber das Thema muss sich eigentlich einmal so richtig durch alles durchfressen. Aber wir merken es jetzt schon. Ich meine, alles, was wir hier gerade besprechen oder auch diese, die ganze Gaskrise ist nicht eine Gaskrise, ist eine Klimakrise. So. Und wir hatten da gerade die Woche eine Konferenz in Berlin mit diversen hochrangigen Politikern und CEOs. Also die merken jetzt schon, dass da ein Systemwandel stattfindet. Dass so, wie wir das bislang gemacht haben, auch dieses Wirtschaftssystem, das funktioniert so nicht mehr. Das wird künftig sehr viel stärker vom Staat gelenkt. Und sind Ihre Journalistinnen und Journalisten auf die Berichterstattung inhaltlich vorbereitet, würden Sie sagen? Also im Sinne von, es ist genug Kompetenz auch einzuordnen, eben all die Fakten, all das Fachwissen, was über zu einer guten Klimaberichterstattung in den verschiedenen Ressorts dazugehört? Also ich sag mal, im Wirtschaftsressort und auch im Wissenschaftsressort haben wir wirklich Expertinnen und Experten dafür. Aber in anderen Ressorts ist das natürlich noch nicht so eingedrungen. Aber wenn man dann im Lebenressort darüber redet, man macht Geschichten über Ernährung, dann wird das da auch mit einfließen. Ich glaube, wir eignen uns dieses Wissen jetzt Stück für Stück an. Das ist wie mit der Digitalisierung. Die Geschichten hat am Anfang auch kein Mensch gelesen. Das war viel zu abstrakt. So, bis es dann irgendwann einfach da war und nicht mehr wegging. Und dann sickert das ein. Also klar, wir werden jetzt anfangen, da Stück für Stück dazu zu lernen. Aber diejenigen, die sozusagen die ganz großen Datenanalysen im Kopf haben, ne, das sind bei uns dann schon eher die in der Wissenschaft. Ja, ja. Ein Haus, das Sie journalistisch mitverantworten, das eher, das ist jetzt vielleicht ein falscher Eindruck, aber mein Eindruck, eben starken Footprint im guten Leben hat einerseits bei Gruner und Jahr, bei RTL natürlich auch einen starken Footprint in der Unterhaltung. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der, sozusagen dem Fitmachen des Hauses und der Journalistinnen und Journalisten in Bezug auf die Klimakrise? Und auch, vielleicht sagen Sie auch, was hatten Sie vorhin bei unserem kurzen Spaziergang erwähnt, wie diese Themen in die unterschiedlichen Formate Eingang finden können, die gar nicht sozusagen nachrichtlich sind. Ja? Also Sie hatten kurz Schwerpunkt veganes Essen erwähnt. Ja, also wir haben das, ist ja immer so ein bisschen der Blick auf die Dinge, aber wir haben ja zum Beispiel mit der Redaktion von Geo jetzt in dem Gesamtkosmos der RTL News ein unglaubliches Feld an Experten dazu bekommen für das Thema Klima, geopolitisch, wie hat sich das entwickelt etc. pp. Das hilft uns natürlich in der Phase sehr. Wir haben da ja auch personell nachgelegt mit Dirk Steffens, den wir geholt haben, der ja da sich das auch zum Steckenpferd macht. Also ich glaube schon, dass wir da in der Breite gut aufgestellt sind im Haus, um vieles zu machen. Unsere Prämisse ist zu sagen, wir müssen wegkommen von dem erhobenen Zeigefinger. Wir merken, dass es da Reaktanzen gibt in allen Zielgruppen, in den Jüngeren und in den Älteren, zu sagen, ihr müsst jetzt, das hat noch nie zu was geführt, sondern ich glaube, es muss halt eine gesellschaftliche Entwicklung her. Wir müssen das sozusagen für uns in die DNA übernehmen, dass wir jetzt was tun müssen und dass es auch Spaß machen kann, was zu tun, dass es eben nicht nur immer ist Verbote, 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 sondern dass es Techniken gibt, die es mir leichter machen, die es besser machen, wo ich am Schluss auch was rausbekomme. Und da versuchen wir, weil das dann wieder auch eher der RTL, Gruner und Jahr-Ansatz ist, zu sagen, wie können wir den Menschen sagen, wir haben zwar ein Thema, was wir unbedingt jetzt angehen müssen, aber es ist nicht nur Pflicht und das ganze Leben wird dadurch schwieriger oder schlechter und ich darf nicht mehr fliegen und keinen Urlaub machen, sondern zu gucken, wie kann man das positiv aufladen. Das versuchen wir auch schon. Wir haben anders als die ARD tatsächlich eine Rubrik nach den Nachrichten, das Klima-Update, das wir mehrfach die Woche ausstrahlen, wo wir sehr gute Reaktionen drauf bekommen, wo wir alle möglichen Menschen einbinden, auch Aktivisten, weil ich finde, man muss auf alle hören in so einer Situation und überall sind gute Meinungen und es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern viele, viele Grautöne dazwischen. Also von daher, glaube ich, sind wir da insgesamt jetzt in der Summe mit dem, was wir machen, glaube ich, ganz gut aufgestellt und versuchen es halt, ja, so wie halt unsere DNA auch ist, es entsprechend für die Leser, Hörer, Zuschauer umzusetzen. Und dann gibt es eben, wie ich es Ihnen vorher auf dem kurzen Spaziergang gesagt habe, letztendlich Redaktionen, die hatten wir ganz woanders verortet. Ich nehme jetzt mal die Redaktion von Beef oder von Essen und Trinken.
da haben wir gedacht, na gut, die haben vielleicht mit dem Klima, aber die haben eben aber auch was zum Klima beizutragen, weil die auf einmal ja Experten haben zum Thema Essen, zum Thema, wie entsteht Fleisch und welche negativen Auswirkungen hat es am Ende für die Umwelt. Und wir merken, dass wenn wir jetzt sehr, sehr genau hinschauen, und da sind wir ja gerade dabei, mit den Kollegen sehr tief einsteigen, dass auch in Redaktionen, die man eigentlich überhaupt nicht on front sehen würde für das Klimathema, ganz, ganz viel Wissen vorhanden ist und ganz viele Facetten dabei sind. Und über dieses große Universum, was wir da haben, versucht man das bestmöglich zusammenzubinden, um dieses Megathema, was dann irgendwann wieder voll da sein wird, wenn wir durch die anderen Krisen hoffentlich mal durch sind, entsprechend bespielen zu können. Momentan muss man sagen, wir haben schon das Gefühl, dass das Klima leider in den Hintergrund gerät, weil ich glaube, das darf es eigentlich nicht. Aber wenn wir sozusagen auf unsere Umfragen gerade schauen, gibt es nur zwei Themen. Das eine ist das Thema Inflation und Rezession. Und wie geht es mit dem Krieg an sich weiter? Und immer wenn das Wort Atom fällt, dann werden unsere Zuschauer ganz besonders nervös. Atomwaffeneinsatz. Und da stellen wir fest, dass wenn man dann auch die jungen Zielgruppen fragt, dann sagen die gerade, können wir uns gleich wieder drum kümmern. Also ist total wichtig, aber wir haben gerade irgendwie, merke ich, das steht was vor der Haustür, was uns jetzt im Moment beschäftigt. Aber trotzdem müssen wir uns darauf oder dafür einstellen, was dann danach kommt. Das versuchen wir auch. Mhm, vielen Dank. Ich würde gerne eine schnelle Runde machen, aber ich finde, man darf es nicht auslassen. Wir haben hier schon eben hier und da mal das Thema Demokratie. Würde Sie eigentlich gerne nach der Riesenströmung, die unter dem Begriff Misinformation so zusammengefasst ist, fragen und was Ihre Gedanken in Bezug auf dieses Thema sind und was der Journalismus eigentlich dagegen tun kann und ob überhaupt irgendwas. Vielleicht könnten Sie jeweils was Kurzes dazu sagen. Ich glaube, es ist deswegen besonders relevant, weil wir diese Klimakrise natürlich nur in den Griff bekommen werden, wenn wir es demokratisch lösen können. Ja? Also wir müssen eben weiter voranschreiten, die Leute mitnehmen. Und da haben wir mit natürlich Menschen, die alle möglichen Fakten in Frage stellen und einfach nicht mehr glauben, einen zunehmenden schweren Stand. Herr Beckmann, sagen Sie gerne mal auch aus der Brille des Öffentlich-Rechtlichen. Also das, was wichtig ist, dass wir jetzt vor allen Dingen gerade jetzt den Journalismus brauchen. Dass wir jetzt kräftigen Journalismus brauchen. Dass wir Journalismus brauchen, der Reichweite hat und der viele Menschen auch erreichen kann. Das ist für mich im Moment der wichtigste Anker, den wir haben, weil wir dann den Menschen zeigen können und sagen können, was ist, und das sehen viele. Also wenn ich, nochmal, ich hatte vorhin gesagt, wenn wir 11,6 Millionen Menschen jeden Abend dann in den Nachrichten erklären können, was ist, und wenn die uns das glauben, wenn die also wissen, dass sie uns das glauben, und da bin ich sehr bei Ihnen, wir machen ja auch immer unsere Umfragen, was für uns ja auch immer wichtig ist, wie stehen wir denn im Moment da? Und wenn wir im Moment unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, wie glaubwürdig ist der Norddeutsche Rundfunk, kriegen wir Werte von 86% Zustimmung. Ja, also das sind Dinge, die wir im Moment haben im Sinne von, wie glaubwürdig ist der Norddeutsche Rundfunk? Also da ist das Bild, was im Moment auch an vielen Stellen gezeichnet wird, komplett nicht mit der Realität in Übereinstimmung zu bringen. Und dieses Pfund, was wir haben, das müssen wir natürlich verteidigen. Da müssen wir hingehen und sagen, okay, wir brauchen am Ende auch diese Basis und dann auch die Breite und die Breitenwirkung, um gegen Filterblasen auch anzugehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das Zweite würde ich vielleicht noch sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sowas wie Kooperationen von Qualitätsmedien hinbekommt. Dass man das auch als eine gemeinschaftliche Aufgabe betrachtet, sich gerade im Bereich von Filterblasen auch mal dagegen zu stemmen und zu sagen, ey Leute, das ist jetzt die Behauptung, dass die Erde eine Scheibe ist. Die müssen wir jetzt nicht auch noch stützen, sondern da könnten wir vielleicht auch mal gemeinsam gegen vorgehen. Ich glaube, dass das könnte uns am meisten schützen. Und nach meinem Eindruck ist gerade auch in Deutschland auch die Möglichkeit dazu da, dass wir tatsächlich auch gegenhalten können gegen das, was man im Moment auch an vielen Stellen Filterblasen nennt, die ja dann in der Tat auch ganze Gesellschaften verändern. Nicht? Also das, man muss sich ja nur angucken, wie das in den USA war. Das ist eine Filterblasenwelt, die da entstanden ist. Und das kann einfach nicht unser Ziel sein. Mhm. Sondern dagegen zu arbeiten, danke. Gerne. Herr Klusmann. Naja, also ich glaube, das Einzige, was wir machen können, wir können irgendwie glaubwürdigen Journalismus machen. Glaubwürdigkeit, also wir sollten möglichst wenig überjatzen, was sich im Nachhinein als falsch rausstellt. Möglichst wenig so richtig große Fehler machen, so à la Relotius, also so richtige Vollbomben, wo man sagt, Alter, was macht ihr denn da? Sowas darf eigentlich nicht passieren. Und manchmal ein bisschen mehr Demut, weil wir halt auch nicht immer alles so genau wissen, wie es kommt, auch wenn wir das gerne würden, sodass man auch mal falsch gelegen. Die New York Times hatte letztens am Wochenende so ein Buch gemacht, wo die Top-Kolumnisten einmal jeder auf einer Seite aufgeschrieben haben, wo sie in diesem Jahr so richtig falsch lagen.
Das fand ich super. Mhm. Ne? Also solche Sachen helfen dann auch und dann auch mit Begründung, warum sie falsch lagen. Da wird so, mir auch was einfallen. Sachen sind manchmal auch gar nicht so schlecht und da fällt uns dann auch kein Zacken aus der Krone. Ja, danke. Frau Junge, haben Sie noch was zu ergänzen? Ich habe die Frage ja eigentlich vorher auch für mich schon beantwortet. Ich würde aber trotzdem noch eins gerne anfügen. Ich glaube, dass gerade also Sie und Sie wichtiger sind als Steffen Klussmann und ich, weil es darum geht, wirklich ganz in die Breite zu gehen, Glaubwürdigkeit auszustrahlen, gerne Fehler zugeben, aber Sie erreichen noch ganz andere Leute, also Sie sind wahrscheinlich noch wichtiger tatsächlich und auch wirklich mit diesem Ansatz. Ich finde das total richtig zu sagen, die verschiedenen Formate dann zu nutzen, um tatsächlich Leute zu erreichen. Und da sind auch Kooperationen bestimmt nicht falsch. Wollen Sie noch was zu der Verantwortung sagen, die Frau Junge Ihnen gerade auf die Schultern gelegt hat? Nein, das hatte ich ja vor. Am wichtigsten ist, was RTL macht. Nein, das habe ich ja vor. Das ist erstmal schön, ja. Aber danke, Frau Junge. Nein, Blumen. Ich hatte das ja vorher schon gesagt. Ich glaube, das ist halt die große Verantwortung, die wir haben. Und da sind wir uns bei RTL schon bewusst, weil wir natürlich eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen. Von jung nach alt, quer durch alle Bundesländer, durch soziale Schichten verschiedene hindurch. Auch durch die Programme, die wir machen, brauchen wir auch nicht drum rumreden. Da ist dann auch alles dabei. Und da sind wir extrem gefordert und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns darauf besinnen, was den Journalismus ausmacht, was unser Handwerk ausmacht. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, so glaubwürdig wie möglich berichten, recherchieren, zu verifizieren. Also das ist ja momentan, also wenn man es sieht, alleine, gut anderes Beispiel, aber was über diesen Hurricane in Florida wieder für Massen an falschen Bildern dann unterwegs waren, die von irgendwelchen Stürmen auf den Philippinen und so weiter, da geht es ja schon los. Und ich glaube, wir werden in eine Phase kommen, wo verschiedene Gruppen versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen durch Falschmeldungen. Wir haben letzte Woche wieder den Fall gehabt, dass Webseiten sozusagen von uns kopiert wurden. Spiegel war dabei, die Bild, da wird dasselbe Layout genommen, 1:1, das ist kaum zu unterscheiden für den Nutzer. Da haben wir echte Herausforderungen und ich glaube, wir müssen einfach jeden Tag gucken, dass das, was wir machen, auch wenn wir nicht alles wissen, da bin ich total bei Herrn Klussmann, wir machen da auch Fehler. Da kann man auch mal sagen, dass man einen Fehler gemacht hat oder dann kann man sich auch mal korrigieren. Aber dass wir jeden Tag in den Tag gehen und sagen, wir wollen das bestmöglichst berichten, so neutral wie möglich, so offen, so gut recherchiert wie möglich und nicht mit irgendeiner Tendenz oder Einfärbung und also. Und wäre das denn aus Ihrer gemeinsamen Perspektive, jetzt hat Herr Beckmann hier die Idee aufgeworfen, wir könnten ja auch mal gemeinsam als Qualitätsjournalismus hier und da sagen, ne, das ist hier gerade die Anmoderation, die Erde ist eine Scheibe. Sie nannten gerade das Beispiel von gefälschten Bildern oder Bildern, die in einem falschen Zusammenhang aufgespielt sind. Ist es der richtige Weg, dass jede Redaktion einzeln versucht, dieses Problem zu lösen, zum Beispiel Verifikation von Bildern zu machen? Es gibt natürlich viele Kollegen in Deutschland, die in so Fact-Checking-Einheiten arbeiten, aber das sind eben immer Kollegen, die bei einzelnen Medien angedockt sind oder einzelne Häuser bauen sich dann Verifikationsexpertise auf. Glauben Sie nicht, dass wir da tatsächlich auch auf dieser Dimension mehr Zusammenarbeit bräuchten? Ich frage einfach mal in die Runde. Also die Frage wird ja dann immer sein, wie weit kann man sozusagen journalistische Unabhängigkeit einerseits, weil das ist für jeden schon essentiell, das wäre für die Kollegen von RTL wahrscheinlich genauso wichtig wie für uns oder für den Spiegel auch. Aber es gibt ja unterhalb dessen, gibt es ja durchaus Dinge, wo wir kooperieren können. Also wir beispielsweise bieten an, dass wir mit Verlagen auch Videos austauschen, also wo wir praktisch Videos aus unserer Mediathek so bereitstellen, dass man sagen kann, wenn ihr ein Thema habt und ihr braucht bewegtes Bild dazu, dann haben wir Möglichkeiten, euch das sozusagen 1:1 schnell zur Verfügung zu stellen, wo man dann auch praktisch Inhalte schneller verbreiten kann und auch sozusagen mit Bewegtbild zum Beispiel direkt unterlegen kann. Das sind Dinge, das sind so kleine Dinge. Ne? Das ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, das hebt jetzt die Welt aus den Angeln. Aber es sind einfach Signale und Botschaften, wo man sagen kann, es gibt Zusammenarbeit, die ist gut. Wir kooperieren auch mit dem Spiegel mal bei Recherchen. Das sind dann Einzelthemen, wo man dann sagen kann, da merkt man einfach die Kraft, die man entfaltet, wenn man sozusagen konzertiert auf einen Punkt zusammenarbeitet. Und die würde ich nicht verschenken, sondern da würde ich eher versuchen, immer mal wieder neue Punkte zu finden, wo wir dann auch genau gegen diese Art von Filterblasen auch noch ein Stückchen anarbeiten können. Also das kann ich mir vorstellen, dass das geht. Danke.
Also für uns ist Unabhängigkeit das wichtigste Markenzeichen. Deshalb glaube ich, da müssen wir auch unabhängig bleiben. Wir müssen unsere eigenen Fakten checken. Ich glaube, das gilt im Wesentlichen doch für alle. Gleichzeitig gibt es die Kooperation und die sollte man auch immer wieder machen und da auch aus dem nationalen Denken rauskommen, international zusammenarbeiten, um tatsächlich die Zusammenhänge, die es ja dort gibt, auch immer wieder aufzuzeigen. Also insofern Kooperation ja, aber jetzt, dass wir jetzt eine Plattform oder Fact-Checking machen gemeinsam, das sehe ich nicht. Dann kriegen wir wieder die Einhelligkeit um die Ohren gehauen. Also so, es nützt, glaube ich, ist eher kontraproduktiv. Danke. Letzter Punkt, und ich will am Ende auch gerne noch dem Publikum, das zumindest meiner Wahrnehmung nach aufmerksam zuhört, die Gelegenheit geben, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, relevant bleiben. Nun ist eben ein Vorwurf, der gerade durch ein Buch, ich war gestern im Bahnhofsbuchhandel in Leipzig, habe nach dem Buch von Richard David Precht und Harald Welzer, Die vierte Gewalt, gefragt, und dann gab es zur Antwort, ja, das kriegen wir in 4 oder 6 Wochen wieder. Die Auflage, die wir hatten, ist also ausverkauft, und so sieht es wohl überall in Deutschland aus. Zwei Publizisten, die in den vergangenen Jahren, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, durch genau Die vierte Gewalt, über die Sie jetzt schreiben, auch zu sehr viel Ruhm gekommen sind, schreiben also, es gebe eine große Einhelligkeit der veröffentlichten Meinung, und die Leitmedien hätten sich auch weit entfernt von dem, was in der U-Bahn diskutiert würde. Herr Klosmann, können Sie damit irgendwas anfangen? Macht Sie das nachdenklich oder nur ärgerlich? Och, das ärgert mich nicht, aber nachdenklich macht mich das auch nicht. Die haben halt marketingmäßig, haben sie es echt drauf, die beiden. Das muss man denen schon lassen. Und da ist jetzt auch nicht alles falsch, was da drin steht. Das muss man auch mal sagen. Aber die Art und Weise, wie sie das jetzt vorbringen und sozusagen die Substanz dahinter, die hält sich echt schwer in Grenzen. Also deswegen, also da sind auch logische Fehler drin. Einerseits sind wir alle gleichgeschaltet und kungeln mit der Politik, und dann treiben wir die Politik irgendwo hin. Also wenn wir mit denen kungeln, müssen wir sie eigentlich auch nicht mehr treiben. Da ist schon viel von der Argumentation, wo man denkt, oh Leute, ganz ehrlich, das ist schon so. Also da nimmt man quasi so ein bisschen das, was auf der Straße an Unmut ist, auf und macht daraus ein Buch, das einigermaßen klug, ja. Aber ich glaube, den Schuh sollten wir uns jetzt nicht anziehen und sagen, oh ja, ihr habt ja recht und so weiter, weil das ist in Teilen ist das einfach Unsinn. Mhm. Ja. Und ich sag mal, der Vorwurf, dass zum Beispiel die Bild jetzt nicht mehr weiß, was auf der Straße gesprochen wird oder in den Kneipen, wie kommen die da drauf? Woher kommt diese Erkenntnis? Ja, das fragen wir Sie, wenn wir das nächste Mal sehen. Gestern war ja Frau Ammann schon im Gespräch. Herr Schmitte, noch Gedanken dazu? Ja, das ist, also ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber dieser Vorwurf, wir wüssten nicht mehr, was in der U-Bahn gesprochen wird. Wenn wir das als RTL nicht wüssten, dann hätten wir bald keine Zuschauer mehr. Wir leben ja davon, dass wir den Ton unserer Zuschauer, die Gedanken unserer Zuschauer treffen, und wir müssen das ja machen, um die Reichweiten zu haben. Und eine Sendung wie RTL aktuell, die meistgesehene Nachrichtensendung ist bei den 14- bis 59-Jährigen, wenn wir da den Ton nicht treffen würden und die Themen nicht aufgreifen würden, dann gäbe es genügend Alternativen im deutschen Markt, wo sie hingehen könnten. Also von daher, aber die Kollegen haben auch noch nie mit uns gesprochen. Deswegen ist ja immer die Frage, wo kommt die Meinung her? Wo kommt das Wissen über uns her? Und das finde ich eben sehr gefährlich. Und da sind wir wieder beim Thema, man sollte miteinander sprechen und nicht übereinander und sich vielleicht mal austauschen und mal gucken, wie ist die Bedingung, und nicht von zweimal RTL gucken in den letzten 30 Jahren das Gefühl haben, wir würden den Ton der Menschen nicht mehr treffen. Danke. Nur eine Kleinigkeit noch dazu. Es ist ja tatsächlich so, dass die Gewissheiten relativ rar waren, so die letzten 2 Jahre. Und natürlich gibt es dann, also es stimmt natürlich auch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt divergierende Meinungen, einfach weil eine gewisse Ratlosigkeit immer wieder einsetzt. Aber, und wenn ich das, ich finde Ihren Punkt ja, gut, wenn ich das kurz ergänzen darf, es gibt natürlich auch wissenschaftliche Fakten. Und wenn man eben die Berichterstattung über eine Corona-Pandemie als dann eine Einhelligkeit der Meinung darstellt, da kommen wir schon wirklich ein bisschen in den Wald. Ja, und vor allem, Entschuldigung, ich war noch nicht ganz fertig. Eine Sache ist, der tatsächliche Auslöser für das Buch ist doch die Verärgerung darüber, dass zu viele Menschen hier zu sehr mit der Regierungspolitik mitgehen, was diesen Krieg angeht. Also das war der Auslöser ganz klar bei beiden. Und dann sollte man das vielleicht auch so benennen und nicht sagen, wir sind alle bei diesen ganzen Themen einer Meinung.
Wirklich letzte Frage an diese Viererrunde und dann sind Sie dran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Beckmann, als NDR-Mitverantwortlicher will ich Sie jetzt schon noch mal fragen, nach dem, was im Moment berichtet wird, Vorwürfe rund um das, die Landesrundfunkanstalt in Schleswig-Holstein insbesondere, wo der Vorwurf der politischen Einflussnahme ausgeräumt ist, aber jetzt doch zwei Chefredakteure, also eine Frau und ein Mann, ihren Job räumen mussten, weil sie eine schlechte Führungskultur, so ist es jetzt zu lesen, hohen Druck auf ihre Leute, und ich habe es Ihnen in die Fragen mit reingegeben, die Otto-Brenner-Stiftung hat dieses Jahr eine Studie gemacht, hat mal so rund 200 Kollegen befragt, wo also das Thema hoher Druck, hohe psychosoziale Belastung in den Redaktionen, Angst um Jobsicherheit, eigentlich ein schlechtes Miteinander in den Redaktionen, genau das Thema ist. Und es würde mich schon interessieren, wie Sie da drauf gucken und auch Ihre Verantwortung als Führungskraft, die Journalistinnen und Journalisten in den unruhigen Zeiten, über die wir hier seit 50 Minuten sprechen, anders zu führen und anders zu begleiten in ihrem Job. Absolut richtig, was Sie sagen. In der Tat, die Ereignisse bei uns in Kiel haben uns alle sehr getroffen, den hat den ganzen Sender getroffen. Und zwar auch vor allen Dingen deshalb, weil es ja um den journalistischen Kern ging. Es ging um die Frage, haben wir einen politischen Filter? Sind wir politisch unabhängig? Weil das war ja der Vorwurf, der im Raum stand. Und das ist etwas, das ist das Schlimmste, was man einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich vorwerfen kann. Wir sind deswegen erstmal, wenn Sie so wollen, an einer Stelle schon mal erleichtert, dass die eigenen Journalisten, die auch sehr hart auch da, das kann man ja alles öffentlich nachlesen, auch mit uns selbst ins Gericht gegangen sind, dass die dann auch zu der Erkenntnis gekommen sind, ein politischer Filter, dafür sind die Beweise nicht da. Das kann man nicht behaupten. Das ist das eine. Das andere ist, das ist nur ein Teil der Nachricht, der andere ist halt genau die Sie beschreiben, dass wir zumindest schon mal wissen, dass in zwei Landesfunkhäusern, in zwei Redaktionen, um dann auch genau zu sein, ein Klima geherrscht hat, was wir eigentlich nicht tolerieren können. Und ich will auch jetzt das gar nicht nur in die beiden Redaktionen oder Landesfunkhäuser schieben, sondern das ist jetzt eine Aufgabe für den gesamten NDR. Das haben wir auch für uns vorgenommen, dass wir gesagt haben, kann jetzt vielleicht auch immer so ein bisschen das Thema Corona-Pandemie und man redet nicht miteinander, die Veränderungsprozesse und all die Unsicherheiten, die ja alle Menschen spüren, ist auch vielleicht etwas, was in so einem Sender noch zu mehr Problemen führen kann unter Umständen, aber wir können das auf keinen Fall so liegen lassen. Also wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir gerade bei dem Thema Führungskultur eine Veränderung so hinbekommen, dass die Leute natürlich das tun können, was sie auch privilegiert können, nämlich wirklich ihre Meinung sagen, auch gegenüber der Führung logischerweise. Und wenn Sie mich jetzt als Führungskraft fragen, hätte ich jetzt immer gedacht, das tun Sie. Aber eben, wenn man feststellt, dass, obwohl man es glaubt, dass das so ist, wir einzelne Fälle haben, wo es eben genau nicht so war, dann müssen wir das durch den gesamten Sender prüfen. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln dran. Und ich fürchte und ich gehe auch davon aus, dass das keine Aufgabe ist, die wir bis zum Ende des Jahres erledigt haben werden, sondern das ist eine Aufgabe, die wir die ganzen nächsten Jahre auch vor uns haben werden. Aber die nehmen wir sehr, sehr ernst. Danke, danke. Ich würde an dieser Stelle meine Moderation beenden, auch wenn ich natürlich gerne auch über diese Frage noch mit den anderen drei Panelisten gesprochen hätte. Aber wir nehmen uns vielleicht 5 Minuten Überzug, wenn ich das darf, weil wir sind eigentlich schon um 15 Uhr. Ich weiß nicht, ob jemand vom Netzwerk Recherche im Raum ist, der die Erlaubnis erteilen kann. Sonst würde ich einfach sagen, ich nehme ja, vielleicht... Der Rapper nickt. wir nehmen vielleicht 2 oder 3 Fragen aus dem Publikum bei Leuten, bei denen eine Frage auf der Zunge liegt. Nein? Hier vorne. Herr Schröder, vielleicht Ihr Mikrofon nehmen? Ah, da steht eins. Ah, würden Sie kurz aufstehen und da hingehen? Wunderbar, danke. Ja, super. Heike Mund, freie Kollegin, Journalistin. Ich habe eine wichtige Frage, die die jungen Kollegen auch sehr beschäftigt. Ich bin auch an der Universität und habe viel Nachwuchsjournalisten zu tun. Eine Frage, die mich immer umtreibt, ist überhaupt diese Art von Hierarchie, die in den Sendern, in den Verlagen, vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechten, noch so dominant ist. Also wir merken alle, die Rechercheverbünde arbeiten viel mehr in Teams. Muss man nicht auch nicht nur inhaltlich die Zukunftsideen in eine andere Richtung bringen, sondern auch, was die Struktur von öffentlich-rechtlichen Medien oder noch stärker bei diesen großen Verlagskonsortien, da ist es ja noch extremer, das grenzt zum Teil an Monarchien, ob man nicht auch auf der Ebene noch wirklich mal die Zukunft neu denken müsste, für die jüngeren Kollegen, die ja das als Zukunft vor sich haben.
Ja, vielen Dank für die Frage. Geht natürlich eigentlich an alle vier von Ihnen, aber ich würde jetzt mal sagen, hier Monarchie ging vielleicht eher in Ihre Richtung, Herr Klusmann. Und vielen Dank. Der König des Spiegels zuerst. Genau. Nee, na klar, ich meine, wenn sich das rumspricht, dass eine Monarchie herrscht, dann wird es irgendwann schwer, noch Leute zu kriegen. Und zurzeit ist es so, dass wir da kein Problem haben beim Recruiting, auch bei jungen Leuten, die Lust haben zu kommen. Aber das ist ein super Indikator, wenn man merkt irgendwie, es wird eng, man tut sich schwer, neue Leute zu finden oder junge Leute, die kommen und nach ein, zwei Jahren schon wieder gehen, weil sie merken, um Gottes Willen, in der Monarchie wollte ich eigentlich nicht enden, dann sollte man ganz dringend was ändern. Und natürlich müssen wir moderner werden bei der Art, wie wir managen und in den Hierarchiestufen, die es von früher noch gibt. Das ist klar, weil sonst wird das nicht gut ausgehen. Frau Junge, Sie lachen so. Ja, ich kann tatsächlich trotzdem auch was beitragen. Also als Taz-Chefredakteurin ist ja nicht so, dass man in Wirklichkeit irgendwas zu sagen hätte. Aber sogar wir stellen fest, dass wir uns verändern müssen. Deshalb lache ich so und deshalb finde ich es auch nicht irrelevant, aus unserer Position was zu sagen. Wir müssen in andere Diskussionen eintreten, andere Kriterien erfüllen. Und wenn das schon bei der Taz so ist, dass wir bei einer Chefredakteurin, die nichts zu sagen hat, trotzdem nochmal unsere Führungskultur hinterfragen müssen, dann ist es, glaube ich, in den anderen schlimmer. Wichtiger. Herr Schütter, die beeindruckende Zahl zu Ihrer Person ist ja 1500 Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen zu Ihnen gehören, die Sie führen über mehrere Etagen natürlich. Wie stellen Sie sicher, dass da niemand eigentlich überfordert ist, unter zu hohem Druck arbeitet, Angst um seine Zukunft hat und dadurch ja natürlich eigentlich auch keine gute Qualität liefern kann? Ja, das sind wir gerade dabei, uns das zu entwickeln. Wir haben ja noch nicht so lange alle zusammengebunden. Das ist eine Riesenaufgabe und auch eine Riesenchance, das jetzt in dem Moment zu nutzen und diese verschiedenen Systeme, die wir da hatten, zusammenzuführen. Ich glaube, wir müssen einen komplett anderen Führungsstil in Zukunft anlegen, nach was das Thema Mobile Office und so weiter, können wir noch stundenlang drüber reden. Am Ende, glaube ich, geht es ganz viel um Empathie und Klarheit für diese Zielgruppen und für die jungen Mitarbeiter, dass man sagt, pass auf, ihr seid wichtig, ihr seid ein wichtiger Bestandteil, die wollen alle gestalten, die wollen nicht nur abarbeiten, die wollen das Gefühl haben, dass es einen echten Mehrwert hat. Und natürlich gibt es bei uns eingefahrene Strukturen in Köln und in Hamburg, aber wir haben jetzt die Chance, und da sind wir sehr hart am Arbeiten, dass wir das herstellen, dass wir jetzt den Moment, wo wir das zusammenführen, nutzen, um uns strukturell auch zu verändern. Und an ein paar Sachen sieht man das schon ganz gut. Alle, die es gehört haben, können Herrn Schmitter daran messen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen vielen auf der Bühne, bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch ganz viel Spaß beim Rest der Konferenz und hoffe, wir sehen uns bald. Darf ich noch ganz kurz, jetzt erstmal Applaus für das. Und nur weil ich ein Anliegen in eigener Sache habe, morgen früh um 9 sind Sie alle eingeladen, mitzudenken, was Publix, das Haus für Journalismus und Öffentlichkeit, werden soll und für die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland leisten soll. Deswegen steht früh auf und kommt morgen früh um 9. Vielen Dank.